Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ganz spannende Produkte für euch von einer recht spannenden Marke, von der ich noch nie was getestet habe, die ganz neu und exklusiv nach Deutschland gekommen ist und die möchte ich heute mit euch testen. Die aktuellste Kollektion, das was gerade hier ist. Vielleicht habt ihr schon was davon gesehen, vielleicht noch nicht. Ich möchte es ändern, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute da seid zu einer ganz besonderen Woche, denn diese Woche kommt ein ganz besonderes zusätzliches Video. Und zwar morgen. Ich sage es euch nur schon mal vorab mit einer ganz spannenden YouTube-Kollegin. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, morgen um 17 Uhr kommt eine YouTube-Collab mit einer anderen Kollegin. Also vergesst das nicht, pünktlich da zu sein. Ich sage es euch aber auch nochmal auf Instagram. Ich freue mich, dass ihr heute da seid, denn ich darf heute mit euch ein paar Produkte testen. Ich habe die Produkte von Purish bekommen. Ich kriege kein Geld dafür, wenn ihr irgendwas kauft. Ich sage es wie immer einmal vorab, einfach, dass wir auf derselben Ebene sind. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt, aber es geht um Dominique Cosmetics. Das ist eine Marke von Christian Dominique. Sie ist amerikanische Beauty-YouTuberin, hat ihre eigene Marke rausgebracht. Und das finde ich persönlich ja immer super, super spannend und auch wichtig, dass man solche Leute unterstützt. Sie investieren ihr hart verdientes Geld in Produkte, in die Entwicklung und ich weiß, was dahinter steckt. Und deswegen möchte ich das Ganze unterstützen. Das Video entsteht, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit Purish. Ich habe auch einen Code für euch. 20% gibt es auf das komplette Sortiment von Christian Dominique. Gibt richtig spannende Paletten. Ich blende euch hier mal ein paar ein. Ich habe jetzt aber die aktuellste Palette und das ist die Latte 2 Palette. Ein paar andere Kollegen haben schon Videos dazu gemacht. Ich verlinke euch mal zwei von denen, die mir am besten gefallen haben und von kleineren YouTuberinnen, die wirklich schöne Looks gemacht haben. Einmal Fräulein T. und einmal Janine Konrad. Den einen Look möchte ich so ein bisschen abwandeln, denn ich fand den so wunderschön von Janine, dass ich gedacht habe, okay, ich muss ihn recreaten, das wird euch gefallen und deswegen machen wir das. Freunde, es geht um die Latte 2 Palette und das ist die Fortführung der Latte 1 Palette. Das war, glaube ich, die erste Palette. Und nach 2 Jahren kam jetzt diese Palette hier raus. Die ist inspiriert von Kaffee. Am frischen Morgen. Guten Morgen, hier steht Everyday is a fresh start. Und wir haben 7 matte Farben und 3 Schimmerfarben mit drin. Und tatsächlich, auf den ersten Blick dachte ich mir so, ist ein bisschen lame. Aber je länger ich mich damit beschäftige und je mehr Ideen mir kommen und je mehr Videos ich von anderen Leuten gucke oder mir Fotos angucke, desto mehr Ideen fallen mir ein, was ich mit dieser Palette machen möchte. Und ich habe eine Idee im Kopf und die möchte ich auch unbedingt testen. Ist eine Indie-Brand, es ist eine persönliche Marke, es ist aber nicht so teuer für eine Indie-Marke. Meistens sind ja diese Influencer-Marken gleich super teuer. Die sind gar nicht so teuer. Ich habe auch 2 Lipglosse dazu bekommen. Die gehören zu der Kollektion. Ihr könnt die Produkte einzeln kaufen, ihr könnt die Produkte im Set kaufen. Das liegt aber am Ende bei euch. Und Freunde, ich möchte gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich zeige euch jetzt hier einfach mal ein paar Swatches. Wir haben hier wirklich 7 wunderschöne matte Töne mit drin und 3 butterweiche Schimmertöne. Richtig, richtig krass und das ist so schön zu sehen, wie diese Indie-Marken einfach wundervolle Texturen entwickeln, eigene Entwicklungen und einfach wunderschöne Sachen sehen. Jetzt schreibt meine Mama gerade, ob ich schon gefrühstückt habe. Habe ich. Freunde, ihr könnt sehen, ich habe meine Base schon drauf. Eine Sache fehlt noch und das ist Blush. Und das ist eine Sache, die ich im Moment total gerne mache, sei es mit der Hatice-Palette, sei es mit anderen Paletten. Ich benutze sehr, sehr gerne Lidschatten als Blushes, denn ich habe festgestellt, dass die meisten Blushes, die es gibt, die halten nicht so lange. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man eine Palette hat, mit der man mehr machen kann. Nicht nur Augen, sondern auch eine Blushfarbe. Das heißt also, ich mag es gerne, wenn in einer Palette eine Farbe drin ist, die man auch als Blush benutzen kann. Genauso wie hier diese Schimmertöne, wunderschöne Highlighter, wenn ihr dunkler seid. Und jetzt machen wir das Ganze mal mit dem Blush. Ich habe hier einen Pinsel und ich gehe ganz leicht in die Farbe Strawberry Milk. Also wirklich nur leicht. Ich klopfe das auch gut ab, weil ich nicht zu viel haben möchte. Und das platziere ich mir hier schön auf meine Apfelbäckchen. Und ihr könnt sofort sehen, dass diese Blushfarbe gleich mit rauskommt. Und dadurch, dass die Pigmentierung einfach viel, viel intensiver ist, hält das auch wesentlich länger. Also die meisten Blushes verschwinden ja so nach ungefähr 4 Stunden. Lidschatten nicht. Ich mache das mit der Hatice Day Palette jeden Tag im Moment und es hält einfach Ewigkeiten. Das ist so ein Problem, was ich bei Blushes habe. Blushes verschwinden und ich möchte nicht, dass Blushes verschwinden. Ich habe dafür Geld gezahlt.
Aber ihr könnt sehen, wunderschöne Farbe, funktioniert für viele Hautfarben. Ich habe heute auch extra eine Foundation etwas dunkler genommen, dass das Ganze so ein bisschen besser passt, zur Abwechslung mal. Aber wunderschöne Blushfarbe. Und wenn ihr vorsichtig damit seid, ihr müsst jetzt nicht übertrieben vorsichtig sein, aber es funktioniert wirklich gut. Okay, und jetzt habe ich es übertrieben. Freunde, ich habe wie gesagt einen Look bei Janine gesehen und den möchte ich nachschminken, denn er ist wunderschön. Ich habe so ein bisschen mit Jeansjacke gespielt und ich dachte, das passt irgendwie. Und dafür hole ich euch gerne ein Stückchen näher ran. So, Freunde der unbezahlten Rechnungen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen möchte. Eine Sache, die mir aufgefallen ist bei der Palette ist, wir haben zwar hier diese matten Farben, aber wir haben keine klassische Transition Shade, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, weil ich dann einfach im Moment denken muss. Ich muss gucken, okay, wie arbeite ich mit der Palette? Wir haben zwei schöne helle Farben, mit der ihr einfach euer Lid setten könnt, aber dann haben wir hier diese zwei dunkelbraunen Farben und ich würde wirklich nur ganz, ganz leicht jetzt mit so einem fluffigen Blendepinsel in die Farbe Cafecito gehen. Und das setze ich mir. Ach, hier ist noch die Folie auf dem Spiegel, deswegen sehe ich nichts. Und die blende ich mir ganz leicht in die Crease. Ich möchte wirklich nur so einen ganz leichten Effekt haben. Allerdings, ich kenne die Palette schon. Also, das ist keine First Impression. Ich habe die Palette schon bei Purish getestet und freue mich halt jetzt umso mehr, dass ich sie euch auch vorstellen kann, weil ich habe für Purish dort eine Story gedreht und durfte die Palette testen. Und das ist einfach so krass. Also ihr seht, ich bin wirklich nur ganz leicht reingegangen. Der Pinsel ist wirklich voll. Also super pigmentiert. Aber die möchte ich jetzt hier wirklich nur so als Transition Shade haben. Und die blende ich auch wirklich sehr, sehr weit aus. Ihr könnt sehen, also es lässt sich sehr, sehr gut ausblenden. Aber es ist halt wirklich pigmentiert. Ja, ich muss jetzt hier so ein bisschen blenden. Und ich lasse mir hier auch wirklich Zeit. Weil der Look, ey, ich habe dieses Video gesehen vor ein paar Tagen und dachte mir so, wow. Das passte halt auch so gut zu ihren Augen. Sie hat so wunderschöne blaue Augen. Das ist halt richtig krass. Genauso wie bei Fräulein T. Die hat auch so helle Augen und sie hatte dann verschiedene Looks gemacht. Sie hat auch dann so ein bisschen die anderen Farben benutzt. Ich möchte das in Zukunft machen, dass ich euch auch andere Creator irgendwie verlinke, dass ihr einfach auch nochmal andere Looks sehen könnt und andere Meinungen hören könnt. Weil es ist immer schön, von einem einen Look zu sehen, aber ich kann natürlich nicht 10 Farben benutzen. Dann könnt ihr sehen. Also, es ließ sich wirklich super, super einfach verblenden. Und wir haben auf jeden Fall schon eine schöne Farbe auf dem Auge. Die sieht auch auf dem Auge etwas kühler aus als auf dem Fännchen. Also, es ist wirklich so eine dunklere Alltagspalette. Und das finde ich ganz spannend. Aber durch diese hellen Farben wirkt das Ganze dann so wieder Richtung Frühling. Und das finde ich halt so passend jetzt, gerade auch für die Zeit. Die Sonne kommt raus, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Im Moment sowieso. Bei Purish übrigens, ich kriege ganz oft die Frage, Purish sitzt hier in Berlin. Also die verschicken auch von hier aus Berlin. Ihr braucht gar keine Angst haben mit dem Zoll oder so. Ich kriege die Frage ganz, 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 ganz oft gestellt, wie ist es denn bei Purish mit dem Zoll? Gibt es nicht, weil kommt mit DHL Deutsche Post von A nach B in Deutschland. Also wirklich richtig, richtig gut und auch super, super schnell. Ich kenne die Jungs und Mädels dort sehr gut. Tolles Team und auch das finde ich immer sehr, sehr unterstützenswert, so junge Unternehmen einfach zu unterstützen. Deswegen freue ich mich auch, dass ich euch hier regelmäßig Sachen mit Purish vorstellen darf. Ich nehme mir jetzt noch mal einen fluffigen Pinsel, gehe noch mal ganz leicht rein und blende wirklich grobflächig aus, weil das soll ja jetzt die Transition Shade werden und die möchte ich schön gleichmäßig ausgeblendet haben. Falls euch das zu dunkel ist, könnt ihr das ruhig mit einer anderen Farbe mischen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich es heute sehr, sehr dunkel haben möchte. Ich möchte einen sehr intensiven Look haben. Aber das ist so ein kleiner Trick. Also, wenn euch eine Farbe zu dunkel ist, ihr könnt euch die Farben selber anmischen, so wie es euch passt. Ich wechsle jetzt auf die andere Seite von meinem Pinsel und gehe in die Farbe Coffee Beans. Das ist so ein schönes dunkles Braun. Das ist krass. Also, da muss ich jetzt wirklich vorsichtig sein. Und das platziere ich mich hier außen hin. Ich will so ein leichtes Halo-Eye haben und ihr könnt sehen, wie intensiv diese Farbe ist. Also ich habe es natürlich jetzt auch hier so ein bisschen raufgepackt, aber es funktioniert einfach wunderbar. Und dadurch, dass die Farben halt so ähnlich, aber doch unterschiedlich sind, lässt sich das Ganze einfach mega easy verblenden, auch wenn man sich noch nicht so gut mit Make-up auskennt vielleicht. Ich kriege auch immer Nachrichten, kannst du vielleicht mal was machen für Leute, die sich noch nicht so gut schminken oder so ein Starter-Kit machen. Das ist eine Palette, die kann ich euch dafür empfehlen. Wie gesagt, das ist kein First Impression hier, sondern eine Review. Ich gebe mir die Farbe auch gleich hier vorne hin und ihr könnt schon sehen, dadurch, dass die Farben halt wirklich dunkel sind, ist das auch eine Palette, die ihr für abends benutzen könnt. Ihr seht, das ist zack. Ich könnte mir jetzt jede Farbe hier aufs Lid geben, wirklich jede Farbe und das sieht dann einfach immer aus wie ein fertiger Look. Durch zwei Farben, maximal drei, easy, Freunde. Und das ist das, was ich
halt so gerne an Lidschattenpaletten mag, die durchdacht sind. Jetzt wird es ganz spannend. Und zwar hatte Janine die Farbe Matcha benutzt. Das ist diese Farbe. Und normalerweise, wenn ich jetzt von mir aus denken würde, würde ich sagen, oh Gott, niemals kann ich so eine Farbe auf so eine Base, also auf einen, so einen Lidschatten geben. Das sah so verdammt gut aus, Freunde. Ich nehme jetzt hier einen flachen Packing Brush von Jeffrey & Morphe, klopfe ab und das presse ich mich hier auf mein Lid. Und mein Lid ist nicht nass. Also es ist trocken und ihr könnt sehen, wie krass diese Farbe hier einfach aussieht. Ich blende mir das hier so ein bisschen rüber. Schaut euch bitte diese Farbe an. Wie krass die rauskommt, vor allen Dingen dadurch, dass ich diese dunklen Farbe vorher links und rechts davon benutzt habe, wirkt die noch viel, viel krasser und intensiver. Ich blende mir das Ganze hier oben noch ein bisschen hin, weil ich habe jetzt keinen Concealer drunter benutzt und möchte, dass es so natürlich wie möglich aussieht, als würde dieses schöne Mint in dieses Braun einfach reinblenden. Und ich nehme auch gleich denselben Pinsel, mache den so ein bisschen sauber, gehe nochmal in die Farbe Cafecito und setze mir das hier unten hin. Und dadurch, dass die Farben halt so butterbutterweich sind, verbinden die sich auch mit der Puderschicht, die ihr schon im Gesicht habt. Das ist immer ganz spannend. Also da merke ich immer, ist eine Qualität gut oder nicht. Wenn ich an mein unteres, wirklich trocken gesettetes Auge gehe mit Lidschatten, hält der oder hält der nicht? Und dann nehme ich die fluffige Seite und blende das hier aus. Also ihr seht, ich habe zwei Pinsel benutzt für diesen Look, weil es einfach super, super einfach ist. Ich nehme jetzt nochmal so einen Pencil Brush und gehe in die Farbe Frappé rein. Das ist hier dieses butterweiche Schimmer. Und so ein bisschen unter die Braue. Für so ein leichtes Highlight. Ich nehme auch noch so ein bisschen davon den Rest, den ich auf dem Pinsel habe, und gehe hiermit über dieses Türkis, einfach, dass da noch so ein kleiner Wet-Look entsteht, und presse mir das hier rauf und dadurch sieht das Ganze einfach noch ein bisschen nasser und vollständiger aus. Und Freunde, das ist tatsächlich schon der Augenlook. Ihr habt gesehen, wie super, super einfach das ging. Ich kann jetzt hier noch so ein bisschen verblenden, einfach, wenn mir das noch nicht ordentlich genug ist. Also ich muss sagen, das ist einer meiner liebsten Looks für einen Alltag, die nicht so langweilig sind. Es ist recht dunkel, ihr könnt natürlich auch heller arbeiten, dann nehmt ihr einfach nur die Farbe Cafecito. Dann braucht ihr nicht so dunkel zu gehen. Ich würde mir jetzt mal einen Liquid Lipstick drauf machen, denn ich habe hier zwei verschiedene Lipglosse. Ich habe hier einmal die Farbe Java. Das ist so ein schönes dunkles Braun. Die habe ich noch nicht getestet. Ich swatche euch einmal ganz kurz. Und einmal die Farbe Creamer. Das ist eher so ein Clear Gloss. Hier könnt ihr einmal beide Farben sehen. Also das Java, glaube ich, passt jetzt nicht zu dem Look. Das ist mir persönlich jetzt zu dunkel. Aber ich gebe mir mal Liquid Lipstick drauf, mache einmal Lashes drauf und bin gleich wieder da. So, Freunde, Lashes sind einmal drauf und ein Liquid Lipstick auch. Ich habe jetzt hier von Banana Beauty mal den Nana Naked benutzt. Und ich möchte jetzt die Farbe Creamer aufgeben. Die riechen einfach nach... Die riechen so ein bisschen wie meine Mutter. Also, nicht negativ gemeint. Meine Mutter riecht immer nach Vanille. Die hat ein ganz besonderes Parfüm und es riecht einfach nach Vanille. Zart, nicht zu süß. Nicht zu aufdringlich. Und ich gebe mir den jetzt einfach mal rauf. Der ist so ganz leicht milchig, passend zu dem Namen Creamer. Und gibt dem Ganzen nochmal so einen etwas nudigeren Touch. Also der nur auf der Lippe, auch wunderschön. Aber Freunde, ich sammle mich mal kurz. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit der Latte 2 Kollektion von Christian Dominique. Oder Dominique Cosmetics. Ich bin verliebt. Ich liebe diesen Look. Ich liebe diese Lippenkombi gerade. Das ist so nude, das ist so klassisch. Auch mit dem Braun könnte ich mir das... Komm, wir geben noch ein bisschen was drauf hier. Dann wird das Ganze noch so ein bisschen mehr vampy. Auch die Kombi. Es wird dann so ein bisschen dunkler und wird so ein bisschen intensiver. Freunde, ich glaube, ihr habt es mitbekommen, wie sehr ich diese Kollektion mag. Wie gesagt, es war kein First Impression. Es war aber ein First Impression auf meinen Augen. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich habe die Sachen schon geswatcht, ich habe damit schon gespielt. Ich habe sie aber noch nicht auf meinem Auge benutzt. Und selbst da bin ich wirklich überzeugt. Wunderschöner Look, perfekt für den Alltag. Perfekt jetzt für den Frühling durch diese bunten, bunten Farben. Wie gesagt, schaut bei den anderen vorbei und schaut unbedingt bei Purish vorbei. Es gibt 20% auf das komplette Dominique Cosmetics Sortiment. Ich glaube, Purish hat mittlerweile alles. Gibt es jetzt exklusiv bei Purish in Deutschland. Vielen Dank an Purish. Ich liebe diesen Look. Wow. Wow. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder mit einer ganz besonderen Dame hier auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, passt auf euch auf.